wie eben Robert Johansson. Das wäre jetzt auch für Stefan Laie in dieser Gruppe die Aufgabe. Auch für Stekauer geht's jetzt los. Wenn ich auf den Monitor schaue, wird mir kurz Angst und Bange angesichts dieses Aufwinds. Das muss sich doch anfühlen wie ein Traum, wenn es dann so weit geht. 4 Meter Aufwind. Das ist super. Ich meine, es fühlt sich auch gut an. Es fühlt sich nach Großschanze, teilweise vielleicht auch Schiefliegen an. Es ist natürlich immer die Schwierigkeit, auch für die FIS. Natürlich geht man dann wahrscheinlich nach der nächsten Gruppe, wenn der Aufwind bleibt, eins runter. Wenn der aber dann natürlich weggeht, erleben wieder viele kürzere Sprünge. Aber auch das ist so, man braucht so ein bisschen Fingerspitzengefühl und einfach auch mal ein bisschen laufen lassen. Keine Landung bei 129,5. Gestern Karl Geiger mit 134 Metern in der Quali. Auch ohne Telemark, hat ihm sogar das Knie geschmerzt, hat das rückgemeldet an Benny Wüst, der für uns vor Ort ist. Markus Eisenbichler ist der vorletzte Springer. Gleich Stefan Laie. Stekauer lässt